Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir haben den komischen Flügel betreten, der ja hier, wie man sieht, hier wird nicht sehr oft sauber gemacht, aber naja, was soll's. Kerzenhalter. Hier könnte man richtig schön einsammeln, aber ich glaube, das lohnt sich nicht unbedingt. Alter, die habe ich total vergessen. Ich habe mich nicht erschrocken. Was sind das für Spinnweben, die noch eine halbe Stunde in die Luft gehen? Ich habe irgendwie Angst, weiterzugehen. Was ist das denn jetzt? So rauchig hier. Was ist los? Noch etwas Tee, mein lieber Pelly? Ach nein, wirklich nicht. Es ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Alt werden? Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und oh, und der Käse zum Sterben gut. Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Ha, Rumpf! Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt, vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch. Ja, ja, geht. Überlasst mich meinen endlosen Pflichten und Aufgaben. Wie unhöflich. Ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren. Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Wirklich? Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ach, wirklich? Von wem? Moment! Sagt nichts! Ich will es erraten. War es Molag? Nein! Der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es... Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall. Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Oh,
Oh, bitte, verzeiht. Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig. Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig, ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Ach, wirklich? Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius dem Dritten. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher... Kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na, na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Ich muss doch sehr bitten, ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Ich liebe Sheogorath. Ich kenne den ja. Und in der Elder Scrolls Online. Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Der Elder Scrolls Online. Ich finde den so super. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius Mutter war. Nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Wabajak, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Wahrscheinlich. Ah, Pelagius Frost. Ja, okay. Entschuldigung.
hast du eigentlich zu. Ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Okay. Klar, versetz dich in den Geist eines Wahnsinnigen. Das ist natürlich... Babayak. Nata, was tanzt du jetzt? Ach, wie reizend! Jetzt muss mein lieber Pelagius nur noch die vielen 100 echten Bedrohungen fürchten. Aber ihr könnt den Wald noch nicht vor lauter Bäumen sehen, versteht ihr? Den Wald? Ah, ich mag den. Total durchgeknallt. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Verlaufen ausgesucht. Hallo. Moment. Wer bist du jetzt? Heißblütige Bald. Was ist das jetzt geworden? Ein Feuer. Wow. Drachenpriester. Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist. Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Habt ihr was zu sagen? Schade, ich wollte in dem Bettchen schlafen. Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten... Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender, aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Ich bin ganz Ohr. Habt ihr was zu sagen? Habt ihr was zu sagen? Habt ihr was zu sagen? Ihr scheint da ein kleines Problem zu haben. Oder gar ein großes. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas verkleinern.
Ich bin ganz Ohr. Ich bin ganz Ohr. Ja, das freut mich, dass du ganz Ohr bist, aber... Ja? Was? Ihr braucht etwas? Habt ihr was zu sagen? Ja. Ihr braucht etwas? Hä? Du? Habt ihr was zu sagen? Aha, mein lieber Pelagius kann sich nun also dafür hassen, dass er sich zu Recht vor den Dingen fürchtet, die sein Dasein tatsächlich bedrohen. Aber nur während des Tages. Also, ich komme da wirklich nicht mehr mit. Aber bitte, hört jetzt nicht auf. Hä, was hab ich... Was ist denn da jetzt... Entschuldigung, dass ich so wenig rede, aber irgendwie... Weiß ich jetzt nicht. Habt ihr was zu sagen? Hey, aufpassen! Habt ihr was zu sagen? Hier! Ihr braucht etwas? Hätte nie herkommen sollen. Ich setze mein Gold auf den Boden. Wunderbar! Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. So, okay. Gut. Das war jetzt blöd, dass dieser kleine Typ da irgendwo hinter einem Stein gewesen ist. Das war ein bisschen blöd. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bad? Ja. Gepäck? Gepäck. Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich fühle mich so beobachtet. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüsschen! Tschüsschen! Wie komme ich hier raus?
Ah. Einer schleicht sich hinten ran und haut mir irgendwas auf den Kopf. Ich bin überladen, wie immer, aber wenn ich jetzt hier gucke, bin ich überladen. Warum auch immer, frage ich mich gerade eigentlich. Das dürfte gar nicht sein. Aber ich kann gerne kurz nachgucken. Wabayak kommt natürlich nicht weg. Ah, deswegen haben wir... Das war jetzt natürlich blöd, schon alles wegzuschmeißen. Fuck. Egal. So, dann würde ich gerne... Ne, von da kamen wir. Natürlich. Obwohl, wir könnten eigentlich auch... Und Ebenerdschwert ist Exquisit. Warum ist das denn? Hier noch ein bisschen rumgucken. Oh, was haben wir denn da? Ein neues Büchlein. Aber ansonsten ist jetzt auch nicht so wirklich was. Au. Ich hau mir den Top gegen Kopf. Den Top gegen Kopf. Juti. Den können wir auch hier wieder. Blauer Palast. Tja, haben wir wieder was geschafft, würde ich sagen. Oh, seid ihr mein ritterlicher Held? Nein. Seid ihr gekommen, um mich in ein Leben voller Abenteuer und Romantik zu entführen? Achso, die quatscht immer noch. Ich schwöre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden Eure die Menschen Hoheit, von meine Weissagungen haben für das Gebiet nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk, tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrügge zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft und das Geschäft ist gut Habt für... Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Das klingt doch gut. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn Beeilt ihr Fragen euch. Habt. Der ich habe Palast wenig ge- Ich kann euch weiter Vor- ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ach, shit.
Passt auf euch auf und denkt daran, in der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Du bist meine... Ich könnte schwören, dass die hier noch so einen seltsamen Stein irgendwo hatte, aber vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen vertan. Hier noch ja, das Geld ein bisschen erhöhen können, sage ich mal, und uns gleichzeitig die Verzauberung etwas auch noch besser machen. Seelenfall ist eigentlich immer so das Beste, finde ich persönlich. Und eigentlich ist es egal, weil wir das alles sowieso verlieren. Dann verkaufen wir das bei ihr direkt auch gleich wieder. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Das übt die jeden Tag vorm Spiegel. Oh, Ringe hat die aber auch viele, ne? Gut, ich glaube, den brauchen wir nicht. Das auch nicht. Aber ja, wird eine... Oh, die hat kein Geld mehr. Dann machen wir das nämlich ein bisschen anders. Jetzt hat sie wieder ein Tausender. Damit holen wir das Geld wieder rein. Und unseren Zauber trinken. Sehr praktisch. Cool. So. Die hat aber immer noch Geld, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich hier den Schub noch mitverkaufen. Und was kriege ich für die Zwergenbolzen? Nicht genug. Die könnten mit weg. Einfach nur, um mal wieder ein bisschen Platz reinzukriegen. Büchern wird auch nichts sein. Gut, ja. Hast du noch irgendwas, was ich
haben möchte. Aber ich denke nicht. Gut, danke schön. Tschüss. Passt auf euch auf und denkt daran. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Feuerbart? Oh, bist du. Ich Lebt kann auf wohl. So viele Arten. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Nur wenige davon sind angenehm. Juti, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für. Na, so richtig gerade ist das hier aber nicht. Ja, das... Naja. Ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.